So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Hertha BSC Video. Heute werde ich nämlich einmal die Vorbereitung rund um Hertha BSC, die Testspiele und die finale Woche einmal analysieren und einfach mal mein Fazit dazu sagen. Und außerdem möchte ich euch einmal auf dem Laufenden halten, was in der letzten Nacht noch so an Gerüchte rund um Hertha BSC reingekommen ist. Doch bevor ich damit beginne, möchte ich euch einmal wie immer darauf hinweisen, abonniert gerne den Kanal. Denn wie ihr hier seht, sind nur 5% meiner Zuschauer, obwohl sie täglich meine Videos schauen, nur Abonnenten. Das ist sehr wenig im Vergleich zu anderen YouTubern. Das heißt, abonniert gerne den Kanal, aktiviert gerne die Glocke und like gerne dieses Video für mehr Hertha BSC Videos. Ich würde sagen, starten wir sofort rein mit Thema Nummer 1, und zwar ist es Mateusz Kunja. Mateusz Kunja sieht ja landesweit, europaweit Interesse auf sich, um einen neuen Schritt bei einem neuen Verein zu wagen. Und so meldet sich jetzt ein Verein aus Russland, und zwar Zenit St. Petersburg will laut diesem Tweet 25 Millionen Euro zahlen, um Mateusz Kunja zu verpflichten. Zenit St. Petersburg ist ein Verein in Russland, welcher zwischen Champions League und Europa League und der Meisterschaft schwankt und damit immer international vertreten ist. Ist auch ein sehr angesehener Verein in Russland, und dieser sucht scheinbar einen neuen Stürmer, und das ist durchaus verständlich, denn ein Stürmer, Serdar Azmoun, könnte den Verein verlassen in Richtung Leverkusen zum Beispiel. Das hatte ich in der letzten Bundesliga-News-Folge angesprochen. Darüber hinaus sind sie in der Offensive nicht gut genug besetzt. Es gibt lediglich nur einen offensiven Mittelfeldspieler mit Erokin, und die Außen sind auch nur teilweise besetzt. Es gibt nur einen linken Außenspieler mit Mustafoy, und deswegen setzt Zenit St. Petersburg auf ein 4-2-2-2 mit einer Doppelspitze und muss daher die ganze Offensive gleichzeitig belasten. Es gibt kaum Entlastung in der Offensive, und daher suchen sie einen neuen Spieler. Sie haben es bereits schon bei einem Spieler versucht für 30 Millionen Euro, den sie kaufen wollten. Dieser hat aber nicht zugesagt. Der Spieler ist übrigens unbekannt. Es steht nur im Raum, dass sie diese 30 Millionen Euro zahlen wollten. Und Mateusz Kunja könnte eine neue Herausforderung suchen bei einem Verein, bei welchem er Champions League und Europa League spielen kann und in einer halbwegs starken Liga steht. Dieser Verein könnte es in Zenit St. Petersburg sein. Bei uns hat Mateusz Kunja in der letzten Saison gute Einsätze gezeigt, hat bei uns insgesamt schon 39 Spiele absolviert und 23 Scorerpunkte in diesen erzielt. Mit 13 Tore und 10 Vorlagen ist einer unserer besten Spieler im Kader, qualitativ hochwertig, wenn nicht sogar der beste Spieler, den wir überhaupt hatten, ist mit 22 Jahren noch einer der entwicklungsreichsten Spieler bei uns im Verein, und darüber hinaus muss man es einfach mal so sagen, kann er offensiv bei uns variabel spielen. Rechts außen, links außen, hängende Spitze, offensives Mittelfeld, Mittelsturm, er kann überall spielen bei Hertha BSC, und deswegen wäre das, meiner Meinung nach, sollten wir ihn abgeben, ein schlechter Transfer. Vor allem für nur 25 Millionen Euro. Für 25 Millionen Euro ist das eindeutig zu wenig, denn wir haben bereits aus Leeds Angebote erhalten, die dieses Angebot deutlich übersteigen würden. Darüber hinaus ist Kunja mit einem 22-jährigen Brasilianer, welcher in der Bundesliga explodiert ist, kann man ja so sagen, und gute Leistungen zeigt, deutlich über 25 Millionen angesiedelt. Man muss es einfach so sagen. Darüber hinaus ist Zenit St. Petersburg nicht wahrscheinlich die reizbare Aufgabe, die er hat. Denn Mateusz Kunja ist es, wie wir anhand den Gerüchten zu Leeds United sehen, wichtig, in einer Top-Liga Stamm zu spielen. Leeds spielt in einer Top-Liga. Die russische Liga ist aber nicht die Top-Liga. Sie ist zwar keine schlechte Liga, aber sie ist nicht auf dem Stand der Premier League, Bundesliga, Ligue 1 und die da unten in Spanien. Deswegen könnte es für Kunja meiner Meinung nach kein guter Schritt sein. Darüber hinaus ist es jetzt für Kunja wichtig, dauerhaft konstant in seinen Leistungen zu bringen. Und konstant kann man nur in seinen Leistungen werden, wenn man nicht den Verein, an dem man gerade angesiedelt ist, wieder verlässt. Und deswegen glaube ich auch daran, dass Kunja diese Saison bei uns bleiben wird. Denn für ihn ist es wichtig, konstant reinzubringen und uns zu helfen. Wir brauchen nämlich ihn als Stürmer oder als ZOM, um nächste Saison die Leistungen abrufen zu können. So, was haltet ihr von dem Gerücht? Schreibt das ganz gerne in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Und jetzt gehen wir rein auf die Saisonvorbereitung. Und zwar werde ich jetzt einmal nochmal ganz kurz zu jedem Testspiel ein paar Sätze sagen. Und darüber hinaus will ich danach sagen, welche Spieler meiner Meinung nach die Vorbereitungsgewinner sind und die Vorbereitungsverlierer sind. Fangen wir an. Wir haben angefangen im letzten Monat mit einem
Trainingslager in Neuruppin, welches wir dazu verwendet haben, um Konditionen bei den Spielen aufzubauen. Dort waren der größte der Spieler dabei und wir haben dort auch zwei Testspiele in diesem Trainingslager absolviert. Zum einen gegen Schwarz-Rot Neustadt, einem Landesligisten, 16-0 geschlagen. 16, nicht 6, 16-0 geschlagen. Und das war wahrscheinlich eines der besseren Spiele, die wir abgeliefert haben. Eine gute Teamleistung gespielt. Auch die Jungen sind herangekommen und Neuruppin 7-0 war auch eine gute Leistung, muss man so sagen. An sich muss man sagen, die ganze Vorbereitung lief sehr stark ab. Wir haben keine Spiele verloren und das ist wichtig, denn man muss es so sagen, aus den letzten 17 Spielen haben wir lediglich eine einzige Niederlage bekommen. Und diese Niederlage war im letzten Spiel gegen Hoppenheim in der 90. Minute. Das heißt, wir gehen mit einem enormen Selbstvertrauen in die nächste Saison rein und könnten, wenn es früh klappt, sogar nach ganz oben blicken. Dann gehen wir weiter nach Babelsberg. Dort war das erste meiner Meinung nach sehr schwache Testspiel. Die Spieler waren konditionell zwar schon auf einem höheren Stand, das hat man gesehen, dennoch waren diese Spieler sehr müde, sehr schlapp und die Passstaffetten rund um die Taktik hat nicht so gestimmt. Dann wollte man das bei Hannover besser machen, beziehungsweise bei uns am Wurfplatzstadion. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Die Defensive war beim Testspiel gegen Hannover, das war ein 4-4, absolut schlecht. Die Offensive, wir hatten Glück, dass wir 2 Elfmeter bekommen hatten. Ansonsten muss man sagen, ganz schlechtes Testspiel gegen Hannover. Das gleiche trifft auch ein bisschen auf das St. Pauli-Duell zu in St. Pauli. Ja, dann hatten wir ein Testspiel gegen Lübeck, das war auch sehr schwach. Gegen Regionalligisten haben wir uns nicht gut präsentiert. Lübeck hat uns teilweise sogar überlegen gespielt. Muss sagen, hatten zwar keine Torchancen, aber dennoch war es nicht gut. Und dann waren wir im zweiten Trainingslager. Das zweite Trainingslager in Leogang in Österreich. Und dort hatten wir gespielt gegen Liverpool. Und das war natürlich ein herausragendes Testspiel. Man hat sich bei dem Trainingslager einerseits auf die Taktik konzentriert. Die Taktik soll weitergeführt werden. Und die Stabilität sowie das Teamgefühl soll zusammenwachsen. Und das hat sich da auf jeden Fall gezeigt. Jeder hat gekämpft, geackert und die Mentalität war vorhanden, die man sehen wollte. Jeder wollte einen Sieg haben, jeder hat gekämpft. Und das Gleiche trifft auch auf das Testspiel gegen Al-Hilal zu. Dort hat natürlich nicht unsere A-Elf gespielt wie gegen Liverpool, sondern unsere B-Elf. Rund um Mardon Morgenstern, Linus Gechter, Jonas Michelbrink. Und diese Elf hat es gegen eine weitaus überlegene Mannschaft von der Qualität richtig gezeigt. Die zeigen, dass sie auch in der Bundesliga spielen können. Und das ist echt cool, denn unsere Nachwüchse haben eine enorme Qualität als noch wie vor ein paar Jahren. Unsere aktuellen Nachwuchsspieler haben eine richtig starke Qualität. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin stolz, dass wir so viele richtig gute Talente bei uns in der Talenteschmiede haben. Zusammengefasst war meiner Meinung nach das Trainingslager ein absoluter Erfolg. Wir haben viele neue Taktiken gelernt. Auch das letzte Spiel gegen Gaziantep hat gezeigt, dass Kurzpassstaffetten mittlerweile perfekt sitzen, Automatismen sitzen, Teamgeist sitzen und natürlich aber auch Standards wieder irgendwie halbwegs gefährlich bei uns sind. Wir haben nämlich ein Eckentor erzielt. Darüber hinaus muss man sagen, dass wir dennoch einige Sieger und Verlierer der Vorbereitung haben. Wir haben zum einen Selke und Serdar, die meiner Meinung nach Gewinner der Vorbereitung sind. Selke, der sich wieder ins Team eingeschossen hat, das Tor wieder weiß, wo es steht, die den Abschluss suchen kann als flinker Spieler und sich auch immer wieder den Ball erobert und vielleicht unter Pardada seinen zweiten Sommer erleben könnte. Und Serdar, welcher ein Mittelfeldspieler ist, welchen Typen wir selten so im Kader haben. Ein richtig starker Mittelfeldspieler, der in die Box geht, der immer Abschlüsse sucht, der mal Steilpässe spielen kann, der selber in die Tiefe geht. Dieser Mittelfeldspieler, dieses Typnis hat uns gefehlt. Wir haben diesen Mittelfeldspieler vorher nicht gehabt und es könnte auch ein Faktor gewesen sein, warum in der letzten Saison das Beispiel nach vorne sehr schlecht teilweise war. Wir können gucken, wie sich Serdar in dieser Saison macht und dann können wir sagen, dass das wahrscheinlich ein richtig guter Transfer war. Aber wir haben leider auch einige Verlierer der Vorbereitung. Meiner Meinung nach ist Darida ein Verlierer der Vorbereitung. Hat keine gute Leistung erzielt, kam viel zu spät zum Trainingslager. Darüber hinaus muss man sagen, Arne Meyer, Toussaint Jean, alle Spieler, die nicht da waren, haben keine Visitenkarte abgegeben, haben keine Automatismen gebildet. Vor allem für Meyer sehr bitter, da er eigentlich neu im Verein ist, muss man ja so sagen. Keine Automatismen gebildet, keine taktische Verständnis entwickelt, jetzt was während dem Trainingslager so wichtig war. Das heißt, diese Spieler müssen jetzt diese Woche, die jetzt vor uns vorsteht, vor dem Pokalspiel gegen Meppen, müssen diese Spieler nutzen, um besser zu werden. Ja, das war es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video hier von heute. Das war es mit der Vorbereitung und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.
So, Mini-Update nochmal zu euch, was Nemanja Radonjic angeht. Nemanja Radonjic steht scheinbar kurz vor einem Transfer zu Hertha BSC, denn, jetzt kommt das denn, Olympique Marseille hat einen neuen Spieler verpflichtet für die Flügelspieler. Dieser Transfer soll aber erst vollzogen werden, wenn Nemanja Radonjic für Geld wechselt, damit die dann das Geld ausgeben können. Das heißt, der Transfer von Nemanja Radonjic könnte kurz bevorstehen. Jetzt geht es in die heiße Phase des Transfers rein und jetzt muss man beobachten, was passiert.